Neuer Titelvorspann und ein bisschen Glas im Studio. Das ist noch lange kein neues Programm. Guten Tag beim ARD Ratgeber Technik. Ja, wir sind immer noch die Alten. Nicht gerade super im Design oder fetzig in der Präsentation, aber weiterhin mit kritischen Inhalten. 4, 3, 2, 1, 0. Da haben unsere neuen Bildschirmkonkurrenten von Sat1 und von Radio Tele Luxemburg andere Talente. Da beginnt jeder Tag wie ein Start ins große Showspektakel. Noch allerdings nicht mit vollem Schub, denn Sat1 und RTL Plus fehlt's an Werbeeinnahmen, weil längst nicht genügend Zuschauer über Satellit und Kabel zu erreichen sind. Bei den knappen Finanzen leisten die neuen Kollegen zwar Beachtliches, aber ob das reicht, um mehr als das bisher magere Drittel aller Bundesbürger überhaupt für Kabel und Satellit zu interessieren und die kostenaufwendige Verkabelung aller Orten zu beschleunigen? Nicht gerade verbraucherfreundlich ist natürlich die Verquickung von Werbung und Programm. Da wechselt die Sat1-Ansagerin plötzlich das Thema und moderiert für den Waschmittelhersteller Ariel ein Lottospiel. Hallo? Sowas wie den Ratgeber Technik, der auf zornige Werbekunden keine Rücksicht nehmen muss, wird es auf jenen Kanälen deshalb wohl kaum geben. Oder können Sie sich vorstellen, dass ein Unternehmen, das Sendungen sponsert oder sogar am Sendegeschäft finanziell beteiligt ist, dass so ein Unternehmen sich im Programm von Sat1 oder RTL Plus kritisieren lassen würde? Doch dafür kostet unser Ratgeber auch etwa einen halben Pfennig von Ihren Gebühren. Und alle 50 Ratgeber im Jahr kosten so viel wie ein Telefonat, nämlich 20 Pfennig. Jeden Monat rund 20 Pfennig werden übrigens durch Politikerbeschluss von Ihren Fernsehgebühren abgezweigt, um zu testen, wie Fernsehen total aufs Publikum wirkt. 140 Millionen Mark in 3 Jahren für die Kabelpilotprojekte Ludwigshafen, München, Berlin und Dortmund. Und so sieht das Angebot für die Auserwählten aus. Wir haben es beim Kabelsender Berlin mitgeschnitten. Auf Kassette und nicht immer perfekt, aber Profitechnik zur Aufzeichnung von 17 Kanälen können auch wir nicht aus dem Ärmel schütteln. Da lief im Kabel, zum Beispiel am Freitag, dem 7. Februar um 20.20 Uhr, erstmal fast alles, was in Berlin ohnehin zu empfangen ist. TV5, Satellimage für die französischen Soldaten in der Luft. Gleichzeitig ARD mit Mainz, wie es singt und lacht. Das ZDF mit Derrick. Und im dritten Nord das Magazin Extra 3. DDR1 zeigt den Spielfilm Ernst Thälmann. Und DDR2 eine musikalische Winterwanderung. Zusätzlich im Kabel Sat1 mit der Todesrange, die bereits zweimal im ZDF zu sehen war. Und RTL Plus mit zwei Girls vom anderen Stern, mit Lilli Palmer und Kurt Jürgens. Dreisat vom ZDF, ORF und Schweizer Fernsehen wiederholt eine geschiedene Frau mit Inge Meisel. Bayern 3 ist auch da mit dem Film Auf der schiefen Bahn. Und WDR 3 bringt Länder, Menschen, Abenteuer. Dann Wiederholungen im ZDF Musikkanal. Und die englische Musicbox mit Videoclips am laufenden Band. Eine deutsche Musicbox-Variante gibt es auch und den englischen Sky Channel mit der Dick Van Dyke Show. Sender, die man fast überall im Kabel hat. Nur dort, wo sich das Pilotprojekt von anderen Kabelnetzen unterscheiden soll, im offenen Kanal, in dem jeder Berliner Bürger senden darf, ist um 20.20 Uhr seit einer Stunde Pause. Auch der Mix-Kanal, den sich kleine Kommerzanbieter teilen, zeigt oft Programmlöcher. Und heute im Kulturprogramm 15 Minuten verkappte Werbung für Disney-Videos. Soll das etwa unsere Fernsehzukunft sein? Sky Channel, das englische Programm, bietet vor allem Serien, Sport und Musik.
Seit 1982 sendet der Himmelskanal über den Fernmeldesatelliten ECS. Doch erst seit Anfang letzten Jahres darf er in den meisten Bundesländern auch ins Kabel eingespeist werden, zusammen mit anderen Anbietern. Bisher haben sich die Hoffnungen der privaten Fernsehmacher nicht erfüllt. Es werden Riesenverluste eingefahren. Erst bei 8 Millionen Anschlüssen lohnt das Werbegeschäft. In der Bundesrepublik sind es nur 1 Million. Und die haben schon ein neues Hobby. Suchen und suchen und suchen und suchen. Während Älteren die öffentlich-rechtlichen Sender meist genügen, fordern Jüngere andere Programme. Vor allem Musikkanäle wie die englische Musicbox. RTL Plus aus Luxemburg ist einer der beiden großen, die auf dem deutschen Medienmarkt mit den Öffentlich-Rechtlichen konkurrieren. Etwa mit der Nachrichtensendung 7 vor 7. Es ist wieder kalt geworden und da kommt der Winterschlussverkauf, der heute begonnen hat, gerade recht. Die Lager der Kaufhäuser sind voll und die Preisnachlässe sind gewaltig. Und wie man sich mit wenig Geld komplett... Locker und lässig dargeboten müssen Nachrichten hier vor allem unterhaltsam sein. Und wie das bei RTL aussieht, zeigt das Aufmacherthema vom 27. Januar. So will man erreichen, dass die Kabelseher lieber 7 vor 7 als Tagesschau oder heute einschalten. Für gerade 39 Mark. Also irgendwo hört's jetzt wirklich auf. Doch Gabi will uns alles zeigen. Den Pullover noch für 49 Mark und die Bluse, die auch noch für ganze 10 Mark. Das ist Spitze. Also jetzt ist's aber. Spitzen-Einschaltquoten braucht auch Sat.1, das deutsche Verlegerfernsehen. Hat man doch schon 250 Millionen Mark zugeschossen. Ja, man ist also zäh und hartnäckig, nicht? Und die Sonne an der prominenten Stelle am MC, wie wir sagen, würde also bedeuten, an höchster Stelle, das ist eine starke... In lockerer Runde lässt sich hier die News-Show APF Blick die Zukunft vorhersagen. Mit Spielfilmkonserven und Serien will Sat.1 bis 1990 aus den roten Zahlen sein. Unklarheit. In Kabelpilotprojekten wie hier in Berlin soll eine neue europäische Medienordnung entworfen werden. Als die Projektgesellschaft das alte AEG-Gebäude letztes Jahr bezog, standen 35 Millionen aus Rundfunkgebühren für Technik und Personal zur Verfügung. Das reicht nur bis 1988. Danach muss der Betrieb seine Kosten selbst tragen. In der Hauptrolle erleben Sie die unübertreffliche Lana Turner. In der Zentrale viel Technik für 17 gefüllte Kanäle. 220.000 Haushalte sind angeschlossen, aber nur ein Drittel kann wirklich alle Programme sehen. Der Sendecomputer und Videorekorder wird von hier auch direkt ins Kabel eingespeist. Das sollten zwei werbefinanzierte lokale Anbieter nutzen. Der eine gab schon nach wenigen Versuchssendungen auf. Beim zweiten Lokalsender, der Havelwelle, war immerhin Berlins größter fernsehtechnischer Betrieb dabei. Doch nach 4 Monaten und 2 Millionen Mark Verlust war auch hier Schluss. Das Magazin Berlin Berlin gibt's im Kabel nicht mehr. Für den Kultursenator war der Exitus absehbar. Keine Hilfe vom Senat fürs Lokalfernsehen. Obwohl die Sendeanlage nicht mehr genutzt wird, fordert die Post noch 500.000 Mark von der Havelwelle. Dieses Team kommt weder von privaten noch von öffentlich-rechtlichen Sendern, sondern vom offenen Kanal. Berliner Bürger sollen selbst Fernsehen machen. Nach den Bestimmungen soll auch alles gesendet werden, es sei denn, es verstößt gegen geltendes Recht. Neben mir sitzt Frau Kupke, eine der Teilnehmerinnen des letzten Jugendclubs. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Kupke? Hat Ihnen das Freude gemacht? Ja, die Sache hat mir an sich Freude gemacht. Die zwei vom offenen Kanal drehen einen Film mit Bewohnern eines Altenheims. Dafür wird ihnen die Ausrüstung kostenlos zur Verfügung gestellt. Ebenso Anleitung und Hilfe, die bei Bedarf von angestellten Medienassistenten kommen. Die Macher selbst arbeiten ohne Bezahlung. Ihre Filme können sie in eigens eingerichteten Schneideräumen fertigstellen. Dies alles erfordert viel Zeit und Energie und nur wenige werden beim Bürgerfernsehen durchhalten. Aber mit dem offenen Kanal sollen erst einmal mehr Zuschauer Geschmack am Kabel finden.
Sogar ein Studio mit Kameraleuten und Bildregie für Live-Sendungen stellte die Projektgesellschaft bisher allein dem offenen Kanal zur Verfügung. Doch einige der großen kommerziellen Anbieter haben das Studio jetzt für eigene Produktionen angemietet, gegen Bezahlung. Und auf Einnahmen ist das Kabelpilotprojekt Berlin dringend angewiesen. Was unter den Bedingungen des freien Marktes aus dem gesetzlichen Auftrag zur Erprobung neuer Sendeformen und der Meinungsvielfalt wird, ist ungewiss. Jedenfalls, Live-Diskussionen im offenen Kanal wird es aus diesem Studio bald nicht mehr geben. Doch selbst all die düsteren Prognosen können den Optimismus der beiden Moderatoren vom offenen Kanal nicht dämpfen. Und wer weiß, wenn ihre Sendung gut ankommt, werden sie vielleicht bald von den Profis abgeworben. Pia Check, meine Co-Moderatorin, wir beide machen von jetzt an gemeinsam diese Sendung. Ja, und Anja, was gibt's noch Neues? Neues zum Beispiel, dass wir jetzt alle 14 Tage senden und live. Und wir haben Gäste im Studio. Jedes Mal. Ja. Jedes Mal. Jedes Mal. Ja. Für Berlins offenen Kanal waren die beiden schon spitze. Sonst werden da oft endlose Kommentare verlesen und Amateurfilme wiederholt, die kaum noch jemand sieht. Der offene Kanal als Alibi für ein Pilotprojekt, bei dem es nichts mehr zu erforschen gibt und bei dem nur noch aufs große Geschäft gewartet wird. Auch in Dortmund gibt's noch ein Pilotprojekt mit mehr Stoff zum Erforschen, aber auch mit vielen Illusionen. Das derzeit einzige Kabelpilotprojekt unter öffentlich-rechtlicher Regie ist der Kabelfunk in Dortmund. Neu sind hier Spartenprogramme. Unter bestimmten Themen zusammengefasste Beiträge, wie die kluge 7, der Bildungskanal. Mein Arzt hat es mir verordnet, ich kann die Dinge auch frei kaufen. Gibt es Nebenwirkungen leichterer und auch ernsterer Natur? Ja. In den Sparten wird überwiegend Material aus dem WDR-Archiv gesendet und zusätzlich gibt es noch den Wiederholungskanal mit ausgewählten ARD-Sendungen vom Vortag. Sofort von der Niere ausgeschieden wird. 16 Stunden am Tag läuft der Kulturkanal. Es gab keinen Platz mehr in der Postkutsche. Jetzt belügt er mich. Muskelberge oder nichts im Kopf, hört sich ja ein bisschen provozierend an. Das sind die Muskelberge. Oh, nee, kann das Familienprogramm sagen. Soll unterhalten und aktivieren. 21 Jahre alt, du arbeitest bei der Post. Ja. In der Dortmunder Sendezentrale. Teure Technik für nur 5.800 angeschlossene Haushalte. Über 100 Millionen Mark stehen zur Verfügung. 35 Millionen kommen aus den Kabelgroschen, 18 vom ZDF, den Rest trägt der WDR. Private Anbieter sollten ursprünglich ganz draußen bleiben, doch inzwischen werden sie wie fast überall in die Netze eingespeist. Fernsehstudio und Redaktion in einem. Von hier aus sendet das Lokalfernsehen täglich eine halbe Stunde aktuelle Nachrichten aus Dortmund, gemacht von Profis. Informationen über das Arbeitslosenzentrum, den Kellerbrand oder den Kleingärtnerverein. Doch Ersatzstoffe, die das Holz gegen Pilze und Insekte schützen, sind in ihrer Wirkung. Doch das Lokalfernsehen hat noch mehr zu bieten. Von 24 Orten im Versuchsgebiet führen Rückkanäle direkt ins Funkhaus. Live-Sendungen aus der Westfalenhalle oder dem Rathaus sind so mit wenig Aufwand herzustellen. An diesem Abend berichtet das Kulturmagazin, dabei in Dortmund, über eine Opernaufführung. Das heißt, ich überlege gleich, die brauchen die Musik für den Anfang. Ja. Zu Gast im Regieraum des Lokalfernsehens, Dortmunder Bürger vom offenen Kanal. Sie wollen selbstständig eine Studiosendung produzieren. Und damit das klappt, lassen Sie sich von angestellten Technikern einweisen. Auch die Lautstärke, dann die grünen kriegen. Also jetzt sagen wir mal fest, ja, dann noch eingreifen. Der technische Aufwand ist beträchtlich. Dennoch stört es die Fernsehleihe nicht, dass vielleicht nicht einmal 100 Dortmunder ihre Sendung sehen wollen. Nach dem Willen der wissenschaftlichen Begleitforscher erfasst das Versuchsgebiet nur etwa ein Drittel der Dortmunder Haushalte. Es ist deshalb normal, wenn selbst Macher den offenen Kanal zu Hause nicht sehen können. Das Problem ist aber doch die, dass diese. Dafür gibt es aber nach der Sendung die Gelegenheit, gemeinsam Kritik zu üben. Lokales Geschehen durchschaubarer machen, Menschen zueinander führen, mehr Bürgerbeteiligung. Diesen Ansprüchen soll der Kabelfunk gerecht werden.